Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Haven Colony. So, im letzten Part haben wir so das Elementare gebaut. Wir haben was zu beißen, nicht sonderlich viel. Wir haben Mais. Wir haben viel Mais. Wir haben 217 Mais. Wasser haben wir auch mehr als genug, 460. Da bin ich noch nicht ganz sicher, wann genau das was tut. Also irgendwie hat es sich ja davor immer bei 352 eingependelt. Ich denke, es ist abhängig von dem Bedarf. Und es versucht es jetzt bei 460 wahrscheinlich einzupendeln. Vermute ich. Wartet, schauen wir mal. Gehen wir auf normale Zeit. Jetzt sind wir bei 462. Es pumpt. Kein Pumpen, kein Bedarf. 460. Keine Ahnung, was das tut. Also irgendwo pendelt sich sein. So, allerdings haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass wir mehr Leute brauchen. Und das ist ein großes Problem. Also ich will hier auf jeden Fall die Effizienz steigern. Die Frage ist, wo zieht es dann ab? Das weiß ich eben nicht. Und ich denke, die hier muss auf ähnlicher Effizienzstufe sein, oder? Wie viel Eisen haben wir? Nur 15. Moment. Das hier tun wir von der Effizienz wieder runtersetzen, zumindest auf 50%. Denn wenn mir das hier das Eisen weglutscht, dann bringt mir das alles nichts. Weil ich behaupte, es lutscht mir das Eisen schneller weg, als ich herstellen kann. Definitiv. Daher wäre hier vielleicht ein bisschen mehr auch nicht schlecht. Die Frage ist, auf Kosten von was geht das? Da sind noch genug drin. Da sind auch noch ein paar drin. Da sind auch noch ein paar drin. Ja, ich glaube, das läuft. Ich glaube, das läuft soweit. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kolonisten. Wie kriege ich neue Kolonisten? Das ist die große Frage. Denn wir haben ja festgestellt, hier sind sie, 21. Ist auch alles, alle sind eigentlich auch soweit zufrieden. Das ist okay. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich neu kriege. Was? Gesundheit ist okay, Ernährung passt, Moral ist eigentlich ganz okay. Auch wenn ich glaube, dass er ein bisschen gesunken ist. Die Wohnungen sind wohl auch bezahlbar, ist okay. Yes, Leute! Zuwanderungszentrum. 8 Arbeiter erfordert 18 Energie. Ermöglicht Handel mit umkreisenden Kolonieschiffen oder mit anderen Kolonien, die zuvor auf Haven Prime gegründet hast. Ah, okay. Handelszentrum, Zuwanderungszentrum. Mhm. Okay, wo könnten wir das hinstellen? Ich meine, das ist ein wichtiges Gebäude. Stellen wir es hierher. Vielleicht wächst dann hier meine Zuwanderung mal ein bisschen. Mais, was heißt hier Mais? Ausgezeichnet, Essen, wir sind ausgezeichnet im Essen unterwegs. Haben schon ganz schön Mais produziert. Aber Kapazitäten haben wir eh noch mehr als genug. Ich würde sehr gerne demnächst auch mal eine Reisfarm, weil offensichtlich futtern meine Leute auch sehr gerne Reis. Aber das Problem ist halt hier die Geschichte mit der Effizienz. Weil ich brauche halt Leute, damit ich Gebäude betreiben kann. Und ohne Leute kann ich nichts betreiben. Und ohne Gebäude kann ich keine Leute erholen. Also es ist ein Teufelskreis. Es ist definitiv ein Teufelskreis. 45 pro... geben wir mal hier ein bisschen Gas. So. So. Okay. Das hat das hier braucht höchste Priorität. Das braucht höchste Priorität. Ich glaube, da kommt schon ein Dropschiff. Nice. Nice, Leute. Kriege ich jetzt hier neun neue Humpty Dumptys. Bin jetzt gespannt. Bei 21 sind wir. Dropschiff-Entladung. Jetzt komm schon, entlade halt. Dein Kack-Dropschiff. Wir sind gleich im Winter und du hast noch nicht einmal entladen, du Lump, du. Okay, Essen.
sinkt aus irgendwelchen Gründen, oder bilde ich mir das ein? Okay, es beladet. Ich habe keine Ahnung, was es macht, weil ich habe irgendwie nicht mehr Leute dazu gekriegt, oder? Nicht so richtig. Aber Essen geht scheinbar irgendwie runter. Das müssen wir mal im Auge halten. Okay, erstmal gehen wir erstmal hier. Ein paar Bonbons. Mein Mais. 281, 282. Sinkt er oder sinkt er nicht? Das ist hier die Frage. 280, 81. Okay, das Dropschiff verschwindet wieder. Okay, es hat 100% Effizienz, hat mir aber keinen einzigen neuen Menschen gebracht. Geil! Aber warum? Warum hat es mir keine neuen Leute gebracht? We'd like you to expand your colony's population. Ja, erreiche eine Bevölkerung von 50. Du bist lustig. Okay. Okay, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass da welche kommen, aber alles klar. Gut. I'd like to recommend that you increase the amount of residential space in your colony. Okay, ich soll auch noch ein Habitat bauen, was ich nicht alles soll. Habitat. Ein Habitat setzen wir mal hierher. Und da müssen wir ein bisschen achten, dass uns die Energie nicht ausgeht. Vielleicht, was ist das hier? Ein Schiff von den Zuwanderern hat ein Kolonieschiff im Orbit angedockt. Es hat 9 neue Zuwanderer für unsere Kolonie. Okay. Ist das gut? Ich hoffe mal. Muss ich das bestätigen? Man sieht, ich spiele das Spiel blind. Es sind verdammt viele Fragen, die noch offen sind. Dann will ich... Moment... Drohnen-Overlay. Okay, ich kann bis hierher bauen. Hier irgendwo in dem Wald würde ich dann nämlich sehr, 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 sehr gerne... noch so einen Drohnenbauplatz, weil ich würde gerne die Sachen haben. Jetzt bauen wir erstmal das, dann haben wir neue Wohnungen. Weil scheinbar sind meine Wohnungen nicht bezahlbar, keine Ahnung, 65%, ich weiß nicht, was 65% heißt. Weil meine Arbeitsplätze... Ich brauche unbedingt mehr Leute, es ist wichtig. Ey, neuen Zuwanderer eingehend. Dropschiff im Anflug. Jetzt bin ich echt gespannt, weil vorher war ja null Zuwanderer. Und wir kommen schon wieder in den Winter. God damn it. Ich hoffe, das Essen reicht. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. 269 Mais, ja, das sollte reichen. Mein Reis geht mal ein bisschen aus. Und wir sollten demnächst mal echt Brokkoli produzieren. Okay, das ist bald durch. Yes, Leute, 30. 30 Leute. Und die verteilen sich ja dann eigentlich von selber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, 68%. Okay, meine Wohnungen sind halt jetzt erschöpft. Die sind jetzt nicht mehr bezahlbar. Maximale Kapazität 32. Aber jetzt haben wir hier ein neues Habitat und schwuppsdiwupps läuft's. Und ich sehe, ich kann die Dinge ausbauen. Wie schaut's denn hier mit meiner Eisenmine aus? Oh, die ist jetzt schon relativ effizient. Das geht schon wesentlich schneller. Das Problem ist halt, das kann ich auf die Effizienzstufe lassen, weil das braucht mehr Eisen. Ey, ein Eisen ist fertig geworden. Ich will jetzt gucken, ob in einem Zyklus, ob noch ein Eisen fertig wird, weil ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, das geht kurze Zeit. Doch, wird. Perfekt. Was haben wir hier? Dankeschön. 24 Naniten, das ist schön. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz in mein Essen. 250 Mais. Wasser 660, das ist okay. Brot. Müslis müssen wir demnächst mal herstellen. Also Gerste und Reis. Das müssen wir auf jeden Fall mal, das müssen wir echt beobachten. Und die Rationen gehen runter.
Okay. Aber jetzt im Winter können wir eh nicht so viel tun. 169 Energie, weil ich glaube, die hier sind... Ja, das ist jetzt besser besucht. Sehr schön. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir immer genügend Habitate haben. Neue Mission. Ein Ansauglüfter. Was? Wir bewegen uns schneller, um einen Punkt zu nehmen, die Luft in unserem heimischen Habitat in der Kolonie verderben wird. Okay. Luftoverlay. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Luftfilter. Ansaugfilter. Wo machen wir das denn? Machen wir mal hier mal ganz kurz weg. Wo wäre das denn geeignet? Ich will den jetzt noch... Jetzt fix. Ich setze den jetzt mal hierher. Nach bestem Wissen und Gewissen. Was haben wir hier? Hm, nice. Sehr schön. Neue Karspielköpfe. Das heißt, wir können demnächst neue Arbeitskräfte beschäftigen. Wie schaut es mit Mais aus? Der ist noch stabil. Wenn es ist, kann ich es ja mal rationieren. Also ist ja nicht so. Die Moral ist bei 79%. Das ist okay. 100% Beschäftigungsgrad. 68% der Arbeitsplätze sind belegt. Und 44% bezahlbare Wohnungen. Also das ist auch noch alles im wirklich guten Bereich. Die kommen ja jetzt. Ah, da sieht man, dass meine Luft allmählich runtergeht. Lagerraum ist noch vollkommen okay. Und Naniten ist auch okay. Was haben wir hier? Baue ein Handelszentrum. Ja. Können wir machen. Demnächst. So, dann machen wir hier die Overlays mal wieder aus. Handelszentrum ist mir jetzt erst einmal Latte. Wie viel Kapazität für Bewohner habe ich denn? Brauche ich gar nicht anklicken. Ich kann 68. Okay, das heißt, wir haben noch gut Platz. Das heißt, ich muss jetzt noch nicht demnächst ein neues Gebäude bauen. So, du bist jetzt natürlich auf komplett ineffizient. Weil du nichts produzierst. 190. Okay, was? Okay, wir müssen uns jetzt echt um Essen kümmern. Das ist nicht gut. Aber warum haben wir nicht genug Essen? Ich habe 359... Moment, ich mache mal ganz kurz Pause. Ich habe 359... Okay. 9,2 pro Kolonist. Ich dachte, ich hätte jetzt echt genug. Aber scheinbar geht mir mein Mais schneller flöten. Das ist ja verwendbar. Ich denke auch, dass sie es verwenden. Ich brauche wohl wirklich dann eine neue... Neues Essen. Jetzt schauen wir mal. Gibt es irgendwas? Gewächshaus. Das wäre vielleicht eine Idee. Das wäre wirklich eine Idee. Machen wir das. Aber das hier hinten wird eher so meine Farmgegend. So. Machen wir Mais. Krieg eine Priorität hoch. Okay, meine Nahrung droppt. Das hoffe ich, das wird jetzt demnächst sich stabilisieren. Mit dem Ding hier. Weil noch sind sie nicht am Hungern. Noch sind sie nicht am Hungern. Der scheiß Winter halt, aber der Winter ist auch bald vorbei. So. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ist erst 50% gebaut. Macht aber nichts. Ja, ja, Hunger. Okay, das wird jetzt gebaut. Bald ist kein Hunger mehr da. Und der Winter ist auch bald vorbei. Dann produzieren wir auch wieder... Dann produzieren wir auch... Moment, ich mach mal kurz... Ja, mal hier zur Neige. Wenn du nicht bald Nahrung anbaust oder importierst, werden deine Kolonisten früher oder später sterben.
Okay. Ja, ich könnte jetzt rationieren, aber ich glaube, es ist nicht notwendig. Denn ich behaupte, wir haben noch genug. Ich rationiere noch nicht. Also ich sehe es noch nicht ein, jetzt zu rationieren. Weil A, das Ding hier bald fertig ist und B, ist der Winter bald vorbei. Also das ist okay, das kriegen wir noch hin. Warte mal, was? Nachschubkapsel machen, um deine Kolonien in der Energie zu unterstützen. Diese Nachschubkapsel enthält Nahrung, Wasser und Magneten. Okay. Wo ist sie? Gut. Ja, dann mach mal. Wie gesagt, der Winter ist gleich vorbei. Das Ding hier kriegt jetzt höchste Effizienz. Und du darfst auch das hier. Und jetzt sollte es eigentlich steigen, oder? Moment, was haben wir hier? Zuwanderungsschiff angedockt. Okay. Jetzt schauen wir mal. Das steigt doch jetzt wieder. 2,6, 273. Es ist jetzt auf jeden Fall am Steigen. Also, suck my balls. Okay, kann ich recyceln. Perfekt. Danke. Also momentan passt's. Ich behaupte, das passt. Weil das Ding ist jetzt momentan sackeffizient. Und ich denke, das ist okay. Was produzierst du eigentlich? Du produzierst Mais. Gut. Dann das brauchst du jetzt nicht mehr benutzen, weil der Winter ist auch vorbei. Das Ding hier kriegt auch eine absolut hohe Effizienz. 422, das will ich jetzt kurz beobachten. 428, 31, es müsste eigentlich steigen. Es müsste steigen. Also ich bin da jetzt vorsichtig optimistisch. Also da bin ich jetzt wirklich vorsichtig optimistisch, dass das passt. So, wir haben jetzt 39 Kolonisten. Wohnungen sind noch okay. Das ist perfekt. Wir brauchen jetzt eh neue, damit wir hier neue Arbeitskräfte kriegen. Wasser ist auch noch stabil. Also das Essen steigt auf jeden Fall. Ich meine, momentan ist es auf 9,8 pro Kolonist. 9,9, es steigt aber auf jeden Fall. Und ich würde fast sagen, da werden wir jetzt hier auch mal upgraden. Komm. Und das Ding hier würde ich auch gern aufrüsten. So. Wie gesagt, das Wasser will ich auch ein bisschen beobachten. Denn da habe ich fast am meisten Angst. Diese Farmen, weiß ich nicht. Wie viel bringen mir die? 6,2 Mais pro Stunde und 4,8. 5,8. Hier, die Dinger sind doch viel besser. Warum sollte ich noch Farmen hinstellen? Weil die produzieren mir halt auch... Die produzieren mir halt auch im Winter. Was hat das hier für einen Nachteil im Vergleich zu meinem Rest? Also steigt auf jeden Fall, Leute. Okay, das ist auch geupgradet. Das Einzige, was mir jetzt hier überhaupt nicht gefällt, ist, dass ich hier keine Straßenverbindung nach hinten habe. Daher würde ich fast sagen, kann ich nicht. Elektrizität, Verteidigung, Landwirtschaft will ich gerade nicht. Bergbau, Laser, Prozessor. Okay. Schauen wir uns mal die Luft an.
Was bringt mir das? Anfällig für giftige Gasemissionen. So, ich glaube, es kommen neue Leute. Ich mache jetzt mal ganz kurz Pause, weil ich muss mir hier auch ein bisschen natürlich einarbeiten. 17er Nieten hält Stufe 2. Also das sind die gleichen Gebäude, würde ich sagen. Nur das eine ist ein bisschen besser und das andere ist ein bisschen schlechter, oder? Muss es ja fast sein, wenn das Stufe 2 ist. Stellen wir noch eins hierher. Naniten haben wir momentan noch genug. Wasser scheint eigentlich auch kein Problem zu sein. Das ist auch kein Problem. Wohnraum ist, glaube ich, auch noch kein Problem. Das ist alles noch okay. Ein Handelszentrum wäre jetzt demnächst mal tatsächlich eine Idee. Wie schaut es denn hier mit Kriminalität aus? Immer noch keine. Sehr gut. Ja, das mit den Arbeitswegen ist ein bisschen... Ah, ist auch schon besser geworden. Wasser ist okay. Beschäftigung ist, glaube ich, top. Elektrizität ist auch top. Ich glaube, dass wir momentan eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. So. Legen wir noch... Machen wir noch ein bisschen weiter. Hier noch ein bisschen Sauerstoff. Und ich würde gerne für... Das wollte ich ja genau. Ressourcen. Nein. Wo war das denn? Nein. Wo war das denn, verdammte Axt? Lagerhalle. Hochhaus. Habitat. Habitat. Oh, ich kann neues Habitat bauen. Nice. Drohnenverwaltung, genau. Polizeidrohnen. Das Ding hier würde ich gerne mal irgendwo noch hinstellen. Idealerweise... ja, so, dass es halt irgendwie... Machen wir mal so und... So. Weil dann kommen wir auch an den Spaß da hinten dran. Dann haben wir zwei Baudrohnen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Energie sollte ja noch passen. Haben wir irgendwo noch so eine Geothermal? Läuft noch ganz gut. Essen ist jetzt nur noch grenzwertig. So, und dann will ich hier hinten nämlich auch noch eine Straße entlang ziehen. Einmal so. Das hier kann ich, glaube ich, eh nicht mehr upgraden. Das ist okay. Dann würde ich gerne nämlich nochmal ein Gewächshaus hinstellen. Momentan sammeln wir ja Futter ohne Ende. Hey, schaut euch das mal an. Wir haben 600 Mais. Über 600 Mais. Ich weiß nicht, warum das grenzwertig ist. Was wären für dich nicht grenzwertig? So. Ach, wir haben unsere 50 Bewohner. Aber meine Freunde, wir sind auch schon wieder am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.